Na, liebe Ark-Menschen, ich bin's, der Profi. Wir haben ein Ark-Video für euch am Start, beziehungsweise ich habe ein Ark-Video für euch am Start. Wir schauen uns nochmal an, wie man Giga zähmt, denn es gibt noch eine Möglichkeit, die deutlich günstiger ist und dadurch natürlich viel einfacher für euch ist. Denn für die Möglichkeit, die ich euch bereits gezeigt habe, braucht ihr 8400 Metall. Das ist eine Menge. Für die Möglichkeit, die ich euch jetzt zeige, braucht ihr lediglich 175, was halt ein crazy Unterschied ist. Schauen wir uns an, was wir brauchen. Wir brauchen heute 5 Metalltafeln, 4 geht vielleicht auch. Ich würde 5 empfehlen, seid ihr auf der sicheren Seite, easy. Dann 2 bis 3 große Bärenfallen. Wir wollen natürlich den Giga auch wieder trappen, damit er stehen bleibt. Ihr braucht ein bisschen Kibbel oder halt Matten oder was auch immer, was ihr dem Giga halt eben verfüttern wollt. Nehmt genügend Betäubungspfeile mit. Checkt das im Dododex, wie viel ihr braucht und rechnet noch ein bisschen was drauf. Der Zoll wird nicht mehr so genau. Und ihr braucht dann eben eine Flinte, eine Armbrust und das Ganze bitte irgendwie 2-mal, je nachdem, welche Haltbarkeit die eben ganz einfach auch hat, damit ihr da nicht auf einmal in Gefahr lauft und eure Waffe kaputt geht und nicht weiter zähmen könnt. Natürlich jetzt, ich brauche hier heute eine Schneerüstung, weil unser Giga dem jetzt sehen wollen, der ist im Schneebiom. Und das hätte ich fast vergessen, ihr braucht natürlich auch genügend Narkosemittel, das schaut ihr einfach auch im Dododex nach. Und natürlich braucht ihr eben auch einen Argi oder einen anderen Flugdinosaurier, der euch dahin bringt und euch auch ein bisschen dabei unterstützen wird. Ich nutze hier die Mod Dino Finder Deluxe, wenn ich da Bock drauf habe und das nicht vergesse, verlinke ich euch das natürlich alles in der Videobeschreibung. Und wir nehmen mal den Level 8er hier, weil geht für mich jetzt schneller zu 10 im Video und der steht tatsächlich auch besser. Da kann ich euch das besser zeigen, worauf ihr achten müsst. Also wir sehen uns gleich beim Giga. So, ich werde das allererstes Mal, weil er das schon vorne steht, nochmal meine Ausdauer vom AG regenerieren. Wir haben hier noch ein Kano. Wir haben hier noch mehrere Kanos, die hier rumstehen, aber kein Yuti. Also, natürlich müssen wir ein bisschen das Ganze auch auskundschaften und gucken, wo eine ganz gute oder geeignete Fläche für uns wäre, eine Falle auch aufzubauen, wo wir ihn dann möglichst gut reinlocken können. Das Gute ist jetzt für uns, dass er sich da gerade beschäftigt. Das ist natürlich exzellent. So, er ist jetzt weiter oben, das heißt, wir bauen mal auf. Wir haben hier eine exzellente Fläche auch, also die ist schön eben. Ganz, ganz wichtig jetzt für unseren Aufbau hier. Immer mal ein bisschen im Auge behalten. Ich sehe es natürlich ein bisschen besser, wie ich das mit dem Pfeil angezeigt bekomme. So, ich zeige euch das einmal eben, was habe ich gebaut. Wir bauen es genauso auf, wie auch mit den Toren, die wir sonst benutzt haben. Da wird er dann nämlich reinlaufen können. Zusätzlich bauen wir da jetzt noch unsere Bärenfallen rein, die ganz großen, dass er dann da eben auch getrappt ist, da ruhig ein paar mehr nehmen. Und dann können wir uns auf den Weg machen und versuchen, ihn zu pullen. Da müssen wir natürlich sehr gut aufpassen. Ist das schon wieder so weit oben, ne? Und nervt da extrem rum. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Der macht natürlich extrem viel Schaden und er lässt sich auch irgendwie von uns so gar nicht begeistern gerade. Jetzt haben wir ihn. Natürlich, der verliert auch relativ schnell das Interesse an euch. Uiuiui, da haben wir nämlich schon den Damage gekriegt. Der hat halt einen relativ hohen Wendekreis. Deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir ihn jetzt hier reinkriegen. Er folgt noch weiterhin. Es kommt gleich extrem auf unser Timing an. Jetzt bleibt er stehen, dass wir ihn eben hier reinkriegen und die Falle dann auch zumacht. Die Falle ist zu, wir fliegen einmal schnell rum, holen unsere Tore raus, setzen das schnell ran und setzen das zweite auch schnell ran. Jetzt haben wir ihn, die nächste Falle ist zugegangen, sehr gut. Wichtig, ich gehe jetzt erstmal wieder direkt auf den Argi. Ich bin selbst aufgeregt, ich spiele das erstmal Arg seit Monaten irgendwie. Wichtig ist, ich bin jetzt auf dem Argi erstmal wieder drauf. Es ist noch eine zweite Falle, also die dritte Falle ist jetzt auch zugegangen. Wenn die gleich auf ist, prüfen wir mal, ob er wirklich nicht rauskommt. Es sieht so aus, als würde er tatsächlich nicht rauskommen. Wenn ihr dann nämlich zu viele Steine vorhabt zum Beispiel, ja, wie jetzt diese großen hier, dann könnte es passieren, dass er darüber läuft und sich dann aus der Falle raus, ja, baggen will ich jetzt nicht sagen, aber raus katapultieren kann vielleicht so ein bisschen. Das heißt, er ist jetzt safe drin, macht gar nichts. Ich gehe trotzdem mal ein bisschen auf Distanz, weil das Wichtige ist ja einfach immer in der Kontrolle der Situation zu bleiben. Wenn wir ihn jetzt gleich anschießen, dann wird auf jeden Fall sein Fokus bei uns liegen. Völlig klar, wir schießen mal rauf. Tut sich aber nichts. Also wir können loslegen. Jetzt schießen wir einfach drauf, solange bis er eben umfällt. So, jetzt haben wir nochmal eine ganz wichtige Situation. Da ist aus dem Nichts quasi ein Saber aufgetaucht und hat mich mal kurz von hinten angegriffen. Da müssen wir natürlich aufpassen, ne? Deswegen stehe ich auch die ganze Zeit neben dem Argi, dass ich sofort rüber kann. Ansonsten wäre auch eine Möglichkeit, dass ihr euch da irgendwie mit Spikes einbaut oder halt eben dann erhöht auf so einen Stein geht, wo dann erstmal nichts hinkommen kann. Gerade im Schneegebiet ist das natürlich ultra gefährlich. So, und da fällt der Gute auch um. Oder die Gute? Nee, der Gute ist ein männliches Exemplar hier. Nur einmal kurz aufpassen, hier hinten war noch ein Argi, den habe ich gesehen. Da ist er. Da regeln wir natürlich erst einmal vorher und dann können wir uns auch relativ entspannt daran machen und unser Zeug hier reinlegen und natürlich schon mal die Narkosemittel hochdrücken, weil die Benommenheit geht ja ultra schnell runter. Da also auf jeden Fall auf der Hut sein, das immer im Auge behalten. Je nachdem, wie eure Werte dann eben eingestellt sind, ja, wird er eben auch schnell oder langsam gezähmt. Und da ist das Ganze auch durch. Ich habe es natürlich hier sehr hochgestellt, einmal für das Let's Play, was wir gemacht haben und zum anderen natürlich auch für die Videos. Ja, dann braucht ihr nur noch einen Sattel oder eine Kryokapsel und dann bekommt ihr den auch ganz easy mit in eure Base. Und wenn ihr das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben, denn so wird das Video auch anderen Leuten angezeigt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.